Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz easy den Drachenfürst töten könnt, ohne wirklich mit ihm zu kämpfen. Ich kämpfe zwar hier im Video, aber ich zeige euch eine Möglichkeit, wie ihr ohne zu kämpfen ihn ganz easy töten könnt. Hierzu braucht ihr am besten den Schlangenbogen und die Schlangenpfeile und wo ihr diese bekommt, zeige ich euch am Ende des Videos. Jedoch zeige ich euch erstmal, wie das Ganze hier funktioniert. Wenn ihr im Bossfight drinne seid, dann müsst ihr aus der Distanz, während er euch noch nicht gesehen hat, mit den Schlangenpfeilen auf ihn schießen. 6 Pfeile braucht ihr, damit der Boss vergiftet ist. Und nachdem ihr seht, dass er so langsam Leben verliert, dann hört auf zu schießen mit euren Pfeilen. Verschwendet eure Pfeile bloß nicht, denn das war mein Fehler, da ich am Ende zu viele Pfeile daneben geschossen habe, hat der Boss noch ein kleines bisschen Leben gehabt und ich musste ihn so töten. Aber wenn ihr nach 6 Pfeilen immer aufhört, dann ist er vergiftet und da verliert er 2275 Leben. Und danach könnt ihr wieder 6 Pfeile auf ihn schießen und danach ist er wieder vergiftet und verliert wieder 2275 Leben. So Leute, das macht ihr dann so lange, bis der Boss am Ende tot ist. Dann bekommt ihr sein Echo und eine Menge Runen. Mit dieser Methode dauert der Kampf zwar ein bisschen länger, aber ihr könnt sicher sein, dass ihr diesen Kampf auch gewinnt. So, um den Schlangenbogen zu bekommen, starten wir einmal hier beim Drachenhügel. Und nun lauft denselben Weg wie ich, um in die verlassene Höhle zu kommen, wo sich der Schlangenbogen befindet. Seid ihr nun in der verlassenen Höhle angekommen, könnt ihr dann hier runter gehen, Leute. Passt auf, hier ist Scharlachfeule überall auf dem Boden. Dann lauft hier links entlang. Und wenn ihr dann hier durchlauft, dann seht ihr gleich unten eine Statue. Und zwar befindet sich dann der Schlangenbogen direkt hier vor der Statue. Bei mir ist zwar gerade nichts da, weil ich den Schlangenbogen schon aufgehoben habe. Aber wenn ihr ihn noch nicht aufgehoben habt, dann werdet ihr ihn auch kaum übersehen. Und wenn ihr diese Höhle noch weiter erkundet und den Boss besiegt, bekommt ihr hier sogar am Ende noch den Goldskarabäus. Dieser eignet sich gut zum Runenfarmen, weil ihr für jeden Kill mehr Runen bekommt. So, jetzt zeige ich euch nochmal, wo ihr die Schlangenpfeile unendlich kaufen könnt. Und zwar müsst ihr zum Händler hier oben. Hierfür könnt ihr auch wieder zum Drachenhügel und einfach den Weg hier hochlaufen. Und dort befindet sich dann bei euch ein Händler. Bei mir ist der Händler nicht da, weil ich ihn getötet habe und seine Klangperle aufgehoben habe und die Klangperlen dann den Zwillingen in der Tafel der Gnade gegeben habe. Also ich kaufe mir die Sachen dann direkt hier an der Tafel der Gnade. Falls ihr den Händler aber nicht getötet habt, wird der sich dort oben befinden, wo ich es euch gerade gezeigt habe. So Leute, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt in die Kommentare. Für alle, die noch kein Abo bei mir haben, können jetzt an dieser Stelle ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, um immer auf den neuesten Stand zu bleiben. Viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.